Mensch, das ist ein wirklich schmaler Camper und wir werden euch gleich mal etwas zeigen. Er wird in Bayern gebaut. Dieses Fahrzeug hier, so klein wie es ist, wird gezogen von einem Mini-Allrad, der drauf ist. Das Fahrzeug hier entwickelt sich zu einem riesengroßen Campingmobil für Familien, die gerne im Sommer oder ich sag mal in der Zeit, wo es ein bisschen wärmer ist, campen gehen möchten. Es ist einsatzfähig überall. Sie waren schon am Gardasee damit, Sie waren an der Nordsee damit, überall. Und hier ist Friedrich. Grüß dich, Friedrich. Hallo Sven. Ja, du bist den weiten Weg hergekommen aus Bayern zu mir ins Saarland. Warum? Genau, ja, ich möchte den Verfaller Camper zeigen, unseren Demonstrator von diesem Jahr, den wir eigentlich auch auf der CMT und auf der Free zeigen wollten. Aber das findet jetzt ja nicht statt. Und jetzt zeige ich ihn dir. Und ja, der Anhänger muss gezeigt werden. Der ist so schön geworden. Deswegen heute den weiten Weg von Neufahrn nach Saarbrücken. Ja, man muss dazu sagen, du bist Bauingenieur. Du bist jetzt kein Fahrzeugbauer, aber du hast tolle Ideen. Da muss man natürlich auch erfinderisch sein. Als Bauingenieur muss sich viel einfallen lassen. Architekten hat man mit dabei. Das Fahrzeug ist sehr schmal. Was hat der für eine Breite? Also die Innenraumbreite ist 1,42 Meter. Das heißt, außen mit Wänden und ein bisschen Anbauten einen guten 1,50 Meter. Spur ist 1,92 Meter. Das heißt, normale Außenspiegel reichen bei jedem Fahrzeug aus, auch beim Kleinwagen, um da links und rechts dran vorbeizusehen. Genau, ein Teil des Konzeptes. Ich habe das ja gesehen, aus der Türkei werden ja, ich sag mal, Anhänger gebaut, die kannst du auseinandernehmen. Das hier ist ein etwas anderes Konzept. Das ist ein deutscher Hersteller eines Kofferanhängers. Da steht auch, ich sag mal, Im Fahrzeugschein steht auch einfach nur Anhänger drin, da ist kein Camper, oder? Genau, das ist ein Nutzanhänger von der Zulassung her und alles, was wir an Campingausbauten drin haben, ist Ladung. Also ist nichts verschraubt, ist alles nur verzurrt oder in Kederschienen eingezogen. Das ist ein Nutzanhänger zum Sachen transportieren letztlich, ja. Dafür kann er auch genutzt werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Handwerker bin, ich kann alles rausräumen, kann den auch teilweise nutzen? Genau, das ist alles ausbaubar. Sagen wir, beim ersten Mal müssen wir ein bisschen gucken, wie es läuft. Aber wenn man das zwei, drei Mal gemacht hat, ist der Anhänger, sag ich mal, in 20 Minuten leer. Wenn ich den auch komplett weiß haben möchte, das geht auch, oder? Normalerweise ist er weiß. Wir haben ihn jetzt hier mal foliert. Er sieht natürlich viel schöner aus, foliert und mit einem schicken Motiv. Mir gefällt es sehr gut. Ja, aber in der Grundausführung ist er erstmal weiß, wie man diese Kofferanhänger kennt, mit denen auch die Getränke zur Gartenparty angeliefert werden zum Beispiel. Das ist also vielen ganz wichtig, die wollen gar nicht so als Camper auffallen, wenn sie so unterwegs sind. Und das Schöne wäre natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Unternehmer bin und möchte das auch nutzen, mal zum Camping zu gehen, das könnte auch eine unternehmerische Anschaffung sein, oder? Ja, sicher. Ja, also es ist ein Nutzanhänger und wer den Anhänger geschäftlich nutzt, der kann ihn entsprechend auch zulassen, ja. So, denn es steht ja nicht Camper drin. Spannend ist, du hast, glaube ich, alle Öffnungen, ich gucke mal gerade nach vorne, mit jeweils einer Tür versehen, die entweder von unten nach oben, von oben nach unten und so weiter. Und das System ist sehr ausgeklügelt. Ja, man kann gleich mal, wir werden das mal auseinanderklappen, sehen, dass, ich sag mal so, das Konzept ist dafür gebaut, möglichst schnell und unkompliziert am Urlaubsort auseinandergefaltet zu werden, oder? Genau, also die großen Zielgrößen waren einfach ein kompakter Anhänger, nachher zum großzügig komfortabel campen und mit einem schlauen Beladungskonzept, mit einem großen Laderaum einfach, dass man auch unabhängig ist von der Laderaumgröße des Autos. Also wir wollten einfach privat kein großes Auto fahren, wollen aber im Urlaub unsere Sachen dabei haben und da passt in den Anhänger doch sehr, sehr viel rein. Ja, das ist also jetzt auch das Problem, was ja viele haben, die wollen keine großen Autos mehr haben. Der wiegt jetzt wie viel leer, wie er hier steht? Der wiegt leer ungefähr 600, 650 Kilo. Dann ist das Dachzelt schon mitgerechnet. Sag mal, wenn wir zu viert in Urlaub fahren und der ist komplett beladen, dann sind wir bei einer Tonne. Zulässig ist der hier jetzt mit 1300. Ach, der kann richtig viel, oder? Ja, ja. Wir können auch mehr und weniger. Also wir bauen den auch auf 750 Kilo. Wer das will, einfach um es vielleicht möglicherweise mit einem Kastenwagen zu kombinieren, keinen zusätzlichen Führerschein zu brauchen. Oder wenn jemand mit einem Elektroauto das ziehen will, kann es auch mal schlau sein, den auf 750 zu machen. Aber wir können den auch als Tandemachser machen. Dann gehen auch mehr als 2 Tonnen. Solar hast du schon drauf gemacht. Da ist eine Aufbaubatterie drin? Noch nicht. Da kriege ich einen Akkukoffer. Das ist ein Partner von mir aus der Erdinger Ecke, autarker.de. Und da kommt demnächst ein neuer Akkukoffer. Und da haben wir aber auch einen festen Platz unter der Bank nachher, wo der liegt. Das heißt, mit dem können wir dann Licht betreiben, Kühlbox betreiben, mal ein Handy laden. So, das Ganze wird meistens ausgeliefert für Preise um die 20.000 Euro. Also die Leute bestellen sich da ein bisschen Zubehör mit, zum Beispiel eine Kühlbox.
Ja, genau. Also wir haben natürlich auch alle Freiheiten mit der Nutzung dieser Seiten und des Hecks. Also wir können ein Schlafzelt machen, wir können zwei Schlafzelte machen. Wir sehen das hier nachher, wir haben jetzt rechts dieses ein Beachchair-Modul, das sehen wir dann noch genauer. Wir können das hinten mit und ohne Heckzelt machen. Da können wir einfach sehr frei konfigurieren. Wie du sagst, es geht bei gut 11 los und bis sie konfiguriert sind, sind wir dann meistens, weil eben doch auch beide Seiten genutzt werden. Kaum jemand lässt die rechte Seite blank, kommen wir meistens so um die 20.000 Euro in den Karte. Genau, stell dich mal gerade daneben. Man kann schon an dem Kennzeichen sehen, wie schmal das Ganze ist. Das heißt, du hast ja sehr, sehr viele Leute, die wollen einen ganz kleinen Footprint haben. Das heißt, auch das Thema Parken, zum Beispiel im Vorgarten oder so irgendwas, das geht hier mit, oder? Genau, ja. Also das, der Anhänger, wie er jetzt hier steht, wie gesagt, hat die 1,92 Spur, ist knapp 4 Meter lang. Also das ist tatsächlich wenig Platz, um einen Anhänger abzustellen. Und ist natürlich auch enorm wendig auf Straßen. Gardaseeuferstraße fährt kein Wohnwagen mehr, wir sowieso. Letztes Jahr sind wir auch mit einem, der war einen halben Meter länger. Das geht dann gerade noch übers Timmelsjoch, da darf man bis 4,50 Meter fahren. Wer die Kurven dort kennt, weiß, da geht es eng zu. Das geht. Ja, es geht. Ja, man muss es wollen, aber dann geht's. Achso, ja, der ist nämlich sehr schön. Du hast jetzt ein Allradfahrzeug, das hast du dir gegönnt, das macht auch Sinn. Das heißt, du kommst damit überall hin, oder eigentlich? Ja, also damit kommt man, so was der Normalanwender braucht, kommt man überall hin. Für uns natürlich auch mal spannend, wenn man mal auf einer Offroad-Messe ist und da auf seinen Stellplatz fahren muss. Da ist immer schlecht, wenn das Auto durchdreht. So, du hast Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder. Zwei Kinder. Die sind jetzt in der ersten und in der vierten Klasse. Ja, und deswegen hat der Anhänger hier auch nicht nur ein Schlafzelt links, das werden wir es nachher sehen, sondern oben noch ein Dachzelt, dass wir wieder unsere vier Schlafplätze haben, dass wieder auch ein Caravan für die ganze Familie wird. So, fangen wir an. Was die Leute hassen ist, wenn es ewig dauert. Wir haben, ich sag mal, hier ein Fahrzeug, was man sehr, sehr schnell und unkompliziert dann aufbauen kann. Ein bisschen Übung gehört dazu. Aber alle Beschläge, das ist hier kein Spielzeug. Das kommt wirklich aus der professionellen Fahrzeugtechnik, die hier drin sind. Ich bin mal sehr gespannt. Machen wir weiter. Genau, also die vier Stützen. Die Idee zu dem Anhänger ist von mir und die ist jetzt knapp 5 Jahre alt. Aber ich kann solche Ideen haben und ich bin nicht der, der sowas aus dem Stand solide baut. Also deswegen habe ich mir Partner gesucht, die das mit mir machen. Und jetzt eben das Fahrzeug, der Kofferanhänger kommt von uns in Fahrzeugtechnik. Ein gut etablierter Anhängerhersteller, machen fünfstellig Anhänger pro Jahr. Unsinn, habe ich schon oft gesehen. Seit 50 oder 60 Jahren machen die das oder über 60 Jahren. Also die können Anhänger. So, das sind meistens Sicherungen, die jetzt entfernt werden. Genau. So, das Ganze ist nämlich ordentlich gesichert. Das kommt auch aus der Fahrzeugtechnik. Ah, ich verstehe. So, das heißt, das Ganze ist höhenverstellbar? Genau, also zum einen mal hier in Zentimeter schritten und wer es ganz genau machen will mit der Wasserwaage, kann hier unten nochmal am Gewinde millimeterfein eindrehen. So, jetzt sind wir quasi am Zeltplatz angekommen. Die Family ist schon am Meer oder am Gardasee. Ja, oder im Supermarkt. Oder im Supermarkt und der Mann muss natürlich dann wieder aufbauen. Das könnte aber auch jede Frau. So, eine Sicherung muss noch weg, sage ich mal. Genau. Denn die ist eben auch beim Zuklappen ganz praktisch, wenn man das Zelt wieder reinmachen muss, dann hängt man hier erstmal die Karabiner ein. Dann bleibt die Klappe so weit offen, dann kann man das Zelt stopfen. Okay. Wow. Wow. Stark. So, jetzt sind wir schon von der Breite her. Krass. Jetzt sind wir schon doppelt so breit. Über doppelt so breit. Ja, ja, das ist ungefähr ein Meter, 1,25 Meter, 30, der da zusätzlich dazu kommt. Genau. So, wie geht's weiter? Das ist so gemein, wenn ich dir mit der Kamera so zuschaue. Geht der Druck, dass uns die Ach, Tür das ist ein Anschlag. Dass uns die Tür nicht um die Ohren fliegt im Wind. Okay, jetzt ist die Tür gesichert. Weil die hat ja schon. Das Ladekonzept, ich nehme mal so diese Strandstühlchen hier raus, wie das ein bisschen sieht. So, ich guck mal ganz kurz rein, wenn ich mal schauen darf. Du hast ein großes Aufbaufenster drin. Genau. Das ist da. Das heißt, es darf auch schon mal ein bisschen stürmen. Dann? Ja, also es darf richtig Wetter geben da drin. Also wir haben schon alles mögliche an Wetter erlebt. Auch unsere Kunden haben schon die eine oder andere Wetterkapriole erlebt und berichtet. Das geht alles wunderbar. Ja, und eben jetzt mit dieser festen Wand rechts und dem Fenster wird es nachher auch innen drin recht wohnlich. Na, wir schauen uns das mal an. Bitte schön, lieber Friedrich. So, wenn ich das geübt habe, sage ich mal gute 15 Minuten. Ja, also eigentlich so ein Schlafzelt dauert 3 Minuten.
Ja, also kleiner Aufbau von heute auf morgen ist in einer Viertelstunde. Wenn man jetzt ein paar Segel spannt und das eine oder andere. Ach, das ist der Tischstab. Das ist eine Tischplatte, genau. Okay. So, das Ganze ist hier Multiplex. Der große Aufbau nach der langen Anreise mit einem kühlen Getränk in der Hand. Das braucht auch mal eine, jetzt hier kürzer, aber sagen wir eine halbe, dreiviertel Stunde sowas. Ja. So. So, wenn du jetzt draußen siehst, dann kommt. Warte, ich komme mal raus. Das Zelt kommt. Verfaller Camper steht drauf. Stark. Das ist hier vorne. Und ja. Ich habe es vorher noch nicht gesehen. Das ist jetzt für mich auch absolute Premiere, lieber Friedrich. Du wirst es bezeugen. Ich wollte nicht, dass du es vorher aufbaust. Ich wollte es mal sehen, wie du es machst. Und wir sind jetzt bei gerade mal 3 Minuten. Okay. Ah, hier sind so Bänder, Gummibänder drin, die sichern das. Das hält jetzt, dass es an Ecken noch schön sitzt. Okay. Hier noch für die Ästheten. Jetzt wird auch klar, dass es bei jedem Wetter hält, bei jedem Wetter. Man kann das unten dann noch verzurren, nehme ich an. Ist das unbedingt notwendig? Nee, das ist nur, dass es hübsch aussieht hier unten. Ja. Das hält an sich, aber einfach dann sitzt hier so Profil noch nach hinten. Denn wenn du jetzt am Meer bist und es stürmt mal ordentlich, ist es dann nochmal zu befestigen, deiner Meinung nach? Das Schlafzelt an sich nicht, nee. Was man hier noch machen kann, haben wir hier jetzt noch nicht dran, aber da kann dann oben noch ein Klimasegel drüber gespannt werden, das man dann hier in 10 cm Höhe. Ach so, dass die Sonne nicht direkt. Okay. Genau, und dann muss man nochmal zweimal abspannen. Aber verstehe, damit es nicht so heiß wird. Das geht auch in 2 Minuten, wenn man es dann mal zweimal geübt hat. Ja, wir werden nämlich gleich noch was zeigen. Du hast mir eben noch gesagt, für das Dachzelt kannst du nichts. Ja, das ist zugekauft, aber das ist eine tolle Möglichkeit, um das natürlich für 2 Kinder zu erweitern. Wer würde denn oben schlafen? Die Kinder sind jetzt noch klein, oder? Ja, das sind Grundschüler. Für die ist das ein super Abenteuer da oben. Macht Spaß? Ja, ja, das ist auch ein super Dachzelt. Also ich habe das nicht ohne Grund ausgesucht. Ja, aber das wird schon der Platz für die Kinder da oben. Das ist auch einfach... Ich finde immer noch, dass Kinder vor den Eltern ins Bett gehen sollten und ich will dann abends mit meiner Frau unten noch einen Wein trinken am Tisch. So, du kommst aus Bayern, da wird auch Bier getrunken? Ja. Aber wenn wir nach Italien fahren, gibt es auch mal einen Wein. Da gibt es auch einen Wein. So, jetzt bin ich gespannt. Was sehen wir? Jetzt will ich doch kurz die Plane runter machen. Jetzt haben wir die Reihenfolge eingehalten, weil ich jetzt drüben immer schlimm an die Plane komme. Aber er kriegt was noch runter. So, das ist auch so belastbar. Der Friedrich steigt einfach drauf. Ich meine, das ist hier... Das ist ein professioneller Anhänger, der wahrscheinlich im täglichen Betrieb zum Transport von irgendwelchen Sachen für Handwerker oder was weiß ich gebaut ist. Der ist da quasi fast unterfordert, oder? Für den Einsatz im Camping. Ja. Also. So, da ist eine Schutzplane. Machen wir jetzt runter. Boah, ist das genial. Ich ahne Schlimmstes. Das heißt, du kannst es einfach ausfalten. Ja, es gab ja früher noch die Schullandheime, die gibt es ja leider nicht mehr in der großen Menge, wo das Thema Zelten und sowas angedacht war. Ich gehe mal einen Schritt zurück, dann sehen wir es komplett. Ja, wir haben Kaiserwetter, 9.02.2022. Wir sind in Saarbrücken bei uns am Hauptsitz. Wow. Die Leiter ist draußen. Sag mal, wenn du damit auf dem Campingplatz fährst, da bist du schon so eine kleine Sensation, oder? Ja, das müssen wir aushalten, dass da mal geguckt wird. Ja. Gibt es da Fragen schon mal? Leute kommen zu dir? Ja, die kommen schon manchmal. Und also gut, das kennen natürlich auch unsere Kunden schon. Ja, so. Es gibt ja auch jede Menge Videos. Haben wir wieder Zeit oder die kriegen einen Flyer mit. Ist alles ja. Okay. So, das Dachzelt, das wird wahrscheinlich nicht in Deutschland gebaut, oder? Das kommt aus Italien. Aus Italien. Die kennen sich aus damit? Ja, die machen das auch seit den 60er oder 70er Jahren. Also das ist auch, das ist ausgereift. Richtig gut etabliert und ausgereift. Ein dicker Baumwollstoff. So, liebe Saarländer, wenn ihr jetzt hier bei uns vorbeifahrt, dann seht ihr schon, wir werden gleich noch den Rosé werden wir noch rausholen, denn wir haben an Bord eine Kompressor-Kühlbox, glaube ich. Genau. Die richtig hier. Dampf macht. Machen, ja. Ach, guck mal hier, der hat ja sogar
Ist das hier so eine Kleiderstange oder so? Genau. Ja. Ist ja süß. Auf der Seite. War das immer so ein Traum von dir, sowas Handwerkliches zu machen? So Straßenbauer oder ich sag mal Bauingenieur? Ja, also ich war schon immer so ein bisschen kreativ am Basteln. Ja. Ja. Hast du einen Bruder eigentlich? Ich habe auch einen großen Bruder. Genau. Von dem kommt es eigentlich weniger, würde ich jetzt sagen. Nö, das war so ein. Ja, ich war immer so ein Bastler, kreativ, ein bisschen was einfallen lassen. Ja, und das hier, die Idee mit diesem Schlafzelt und mit der Kombination mit dem Kofferanhänger, das kam mir auf dem Campingplatz in Italien beim Kinderwagenschieben zum Mittagsschlaf. So, jetzt klemme ich mal auf. Hier drin ist jetzt ein Bett. Da ist noch eine Plane davor. Genau, das ist zum einen die Plane, die hat ja vorher hier das Polster gehalten, dass das nicht reinfällt. Ach, das ist eine Abtrennung. Genau, kann man jetzt auch einfach das Zelt dann zumachen, wenn man drin schläft. Aber jetzt im Wohnbetrieb ist die nach hinten weggespannt. So, es riecht ganz angenehm, wie in einer Neubauwohnung so ein bisschen hier drin. Das ist, glaube ich, auch so, dass es nicht so nach Chemie riecht. So ein bisschen, das geht mit der Zeit, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Aber es riecht ganz neu, so wie in einem, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, angenehm. Du hast eine ganz dicke Matratze hier. Ich glaube, du bist einer, der gerne bequem schläft, oder? Ja, also das kommt ja dann auch mit zunehmender Lebenserfahrung, dass im Urlaub das Schlafen immer wichtiger wird. Und deswegen ist beim Campen, also der Kern von Campen ist Übernachten und Schlafen und gut schlafen möglichst. Und deswegen war das wichtig, dass hier richtige Betten drin sind. Jetzt hier in dem Fall nur eins auf der einen Seite. Das ist 1,40 Meter auf 2 Meter. Das Polster ist 13 oder 14 cm stark. Wir machen das auch mit dem Tellerrost drunter. Ist auch so schon super. Warte, ich halte mal kurz rein, dass wir das mal sehen. Jetzt kommt es noch viel besser. Du hast nämlich die Möglichkeit, wenn es richtig schön warm ist, und das sind ja so Gebiete, wo du gerne hinfährst, da ist es auch mal ein bisschen wärmer. Du kannst alles öffnen. Und das, genau, das macht die Sache sehr luftig, oder? Ja, ich will jetzt einfach mal die zwei Sachen reinstellen. Gerne. Aber dass man nur mal sieht, weil wir werden das hier gleich, glaube ich, der Reihe nach auspacken. So, er hat nämlich ganz viele Überraschungen mitgebracht. Beladekonzept mit den Euro-Behältern. Hier mit dem Campingklo, das ist eine Trelino. Das muss man halt nichts mehr verzurren, da ist jetzt alles drin. Da sehen wir nachher, ist die Küche drin, wie gesagt, das Klo, ein bisschen Stauraum. So, das Leben findet ja hier teilweise draußen statt. Genau, oder? Deswegen laden wir es mal aus. Bitte. Die Toilette. Darf er nicht fehlen mit zwei Kindern? Und ja, also wir fahren meistens auf dem Campingplatz. Wir benutzen sie wenig, aber so abends und so und beim Gewitter ist schon super. Ich verstehe. Das ist auch ein Vorzug von dieser Klappe. Einfach, dass dieses Be- und Entladen nicht immer hinten durch die Tür gehen muss. Sondern eben auch. Boah, ist der riesig jetzt. Man muss sagen, das hier ist quasi der Ersatz für einen Beach California zum Beispiel. Aber wenn du hier siehst, wie viel Platz du hast noch einen anderen Vorteil. Du hast am Urlaubsort dein Fahrzeug, dass du nicht, ich sag mal, jedes Mal auf- und abbauen musst, was ja das Problem ist, wenn du so ein Beach California mit Vorzelt, mit allem drum und dran so ähnlich machst, dann fährst du nicht mal eben zum Lidl in Italien. Das, genau, das ist das eine. Das andere ist auch, also wer ins Bett geht, kann den Tisch hier drin stehen lassen. Sehen wir nachher. Ja, und ein Bettenmaß 1,40 auf 2 Meter habe ich in California, glaube ich, auch noch nicht gemessen. 1,40 auf 2 Meter? Ja. Mit den dicken Matratzen? Ja. Ja, natürlich hat man aber auch immer die Sachen, die mit Anhängern zusammenhängen. Das gibt eine Reihe typischer Vorteile, eine Reihe typischer Nachteile, die gehören natürlich auch dazu. Aber ja, also wir haben ja ein Lichtraumprofil, also Höhe, Breite, ungefähr wie so ein Kleinbus, also wie ein VW oder Ford oder Renault. Und sind dementsprechend auch ähnlich mobil. Daher kommt auch dieser, der Claim, sag ich mal, wie auf der Homepage steht, der Campingbus zum Anhängen. Der Campingbus zum Anhängen. So. So, das Gesamtvideo hat jetzt 19 Minuten und 40. Also du bist gut in der Zeit. 10 Minuten haben wir vorher geredet. 10 Minuten sind wir jetzt am Ausladen und jetzt. Oh ja. Genau.
So, und jetzt hier, vielleicht auch kurz zu erklären, dass dieses Brett, das steht hier drin und hält eben die Kisten von hinten, dass sie nicht nach vorne rutschen. Das heißt, wir haben vorne eben hier eine definierte Laderaumlänge, die wir eben sauber mit diesen Kisten ausfachen können. Und jetzt sind eben noch die Arbeitsplatte. Du hast überall Euroboxen. Unglaublich, jeder Zentimeter ist genutzt. Ach, das ist eine Platte. Nein, die passt genau mit den Halterungen in die Eurobox rein. Warte, ich geh mal kurz rein. Zeige ich dich nochmal. Das ist jetzt schon der Innenraum. Wenn du in Urlaub fährst mit so einem VW-Bus, ich habe das selber gemacht, dann ist der von vorne bis hinten vollgeladen. Das heißt, du kannst den Bus während der Fahrt eigentlich muss man da schon fast ein Stahltrenngitter reinmachen, damit, wenn es mal zum Problem kommt, nicht die ganze Ladung zur großen Gefahr wird. Das hast du ja hier nicht. Das heißt, alles ist im Anhänger. Eben dadurch, dass wir auch das mit diesen Euroboxen so ausgefuchst haben, dass das alles in sich hält, ist das ein relativ schematisches Beladen. Also auch diese Kisten, die hier unter den Bänken stehen, da hat jede ein Volumen von 25 Liter. Die nehmen wir so mit ins Haus und beladen die mit Klamotten und schieben die unter die Platte, unter die Bank. Dann geht es ruckzuck. Ach, hier vorne ist der Tisch drin, gell? Genau. Den kann man auch da dran. Kisten von dem Format haben wir die letzten Jahre immer im Auto. Die nehmen wir zum Einkaufen im Supermarkt. Kommt der komplette Einkauf rein, der steht im Einkaufswagen drin. So, und jetzt eben hier mit diesem Beachchair-Modul kann man eben die Kiste auffüllen im Supermarkt, zack, reinschieben. Und dann war es mit dem Einräumen. Also das, nichts mehr umgeladen in Schränkchen. Und das Ganze hält natürlich, das heißt, auf der einen Seite hält das durch die Klappe, die sichert das Ganze hier auch durch das Profil, was da ist. Dann hast du, überall noch Kederschienen drin. Genau, hier kann man noch ein Sonnensegel einhängen. Dann kommen hier nochmal zwei Meter zusätzlich Sonnenschutz. Hat man hier ungefähr 6,5 Quadratmeter. Kann die aber auch senkrecht hängen lassen, wer die Blicke nicht so da drin haben will. Wir können auch die Klappe zumachen. Dann haben wir hier oben nochmal eine Kederschiene. Hier. Und dann können wir es da einhängen bei geschlossener Klappe. Okay, falls du jetzt mal in der Nordsee bist, es regnet sehr stark, dann kann man alles verschließen. So, das habe ich soweit verstanden. Eben Kisten, auch die unteren kommen eben ran, wenn man die einfach nur nach die oberen reinschiebt. Hier mit den Löchern, zum einen sparen wir ein paar Kilo Gewicht, zum anderen kommen wir eben an die Inhalte hier unten auch. Wahnsinn. Ja, es kommt noch viel besser, denn wir haben ja eine komplette Küche mit dabei. Wir haben einen Tisch, der riesig ist. Im Vergleich zu den meisten VW-Bus-Tischen, weil wenn du mit 4 Personen isst, dann brauchst du auch Platz. Und der ist stabil. Da hast du lange gesucht nach dem Tisch? Also die Platte lasse ich ja selber fräsen. Diese Teile habe ich eine Weile gesucht, ja. Einfach, weil man das auch... ich bin dafür, dass man einen Tisch mit in Urlaub nimmt und nicht 2 oder 3. Das heißt, es muss der gleiche für drin wie für draußen sein. Und ein bisschen recherchieren musste ich schon. So, das heißt auch, die Lebensdauer, so ein Anhänger hält ja eigentlich ewig. Du hast keinen Motor drin, den du irgendwie pflegen musst. Die Kosten, wenn er zugelassen wird, sind marginal, nehme ich an, oder? Ja, also gut, Versicherung ist, je nachdem, ob nur Haftpflicht oder bis zur Vollkasko, ist es halt zwischen 60 und 400 Euro. Im Jahr. Eine Teilkasko ungefähr 120, 130. Also 30, 40 Euro im Monat. Das lässt sich ja gut sehen. Und Steuer sind, glaube ich, 60 Euro im Jahr oder 70, irgendwie die Größenordnung. Also es ist undramatisch. Ja, wie du sagst, es ist wenig Technologie drin. Damit ist auch Technologie unabhängig. Also wenn jetzt in ein paar Jahren plötzlich alle mit dem Elektroauto fahren wollen, können sie halt weiterhin den Anhänger dran machen. Dadurch, dass es auch relativ leicht ist, kommt auch mit den jetzt üblichen zulässigen Anhängelasten bei Elektroautos einigermaßen klar. So, ich zeig mal gerade. Also, wir haben hier eine Toilette. Du kannst mit diesen Polstern hier, das sind doch gleichzeitig Sitze dann, oder? Genau, das ist eben auch noch, ich baue mal den Tisch um. Mach mal. So, den. Wir machen eine Anbindung auf der nächsten. Also eins ist auch, wenn man jetzt davon 3 hätte. Ja, wenn man 3 hätte. Dann kann man die hier nebeneinander stellen. Und dann hat man hier nur 2 Meter auf 1,40, sondern hat 1,80 auf 2 Meter. Also 1,80 quer letztlich. Und die Füße werden dann? Mit 3 Kindern möglicherweise, genau, liegen hier die Füße auf den Dingern. Da kann man ja auch mal zu dritt auf einer Seite schlafen, wenn man 3 vor den Kisten hat. Jetzt mal ehrlich, hier unten können auch 3 kleine Kinder einfach quer schlafen, oder? Also wenn jetzt irgendwie die Freunde mitkommen. Genau, ja, klar, bis 1,40 Meter geht es immer. Mhm. Aber die wachsen ja jedes Jahr. Echt? Ja. Auch in Bayern? Ja, also ist mir auch bei Kunden schon begegnet, die eben Campingbusse hatten.
Also mein Sohn ist jetzt 1,56 Meter und 9. Kannst du dir vorstellen, der hat jetzt ein neues Fahrrad bekommen. Er konnte mit dem 20 Zoll nicht mehr fahren, mit dem 24er. Das ist so, Fahrräder mitnehmen ist ja ganz wichtig. Jetzt sind hier, das ist ein Träger für 2. Du sagst aber, das geht auch für bis zu 4, gell? Nee, hier auf die Deichsel passen 2. Einfach weil uns der Abstand zwischen dem Stützrad und der Wand ausgeht. Also passen 2. Es gibt auch Fahrradständer mit 3, die passen auch noch, aber da muss man ein Rad abnehmen, um an die Kurbel dran zu kommen. Ich sage, da gehen 2. Man kann aber immer noch 2 innen reinladen. Also ich war die letzten Jahre mit 4 Fahrrädern im Innenraum unterwegs. Das geht auch. Muss man ein bisschen verspannen. So komfortabel und ist halt auch super, wenn man dann diesen Fahrradträger umklemmen kann im Urlaub und auf die Anhängerkupplung machen und dann eben den Fahrradausflug vom Campingplatz weg. Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr gerade schaut, wir sind zusammen mit Friedrich von Farfalla Camper. Wir sind tatsächlich am Drehen am 9. Februar 2022. Wir haben draußen gefühlte 15 Grad. Es fühlt sich an nach Camping, oder? Ist wie im Frühling. Eigentlich sollten wir losfahren. Toll. So, was haben wir hier alles? Wenn du mir das gerade nochmal zeigst, wenn du das mal gerade umdrehst. Nee, hier diese Platte einfach nur. Da hast du was Besonderes gemacht drunter. Das ist so simpel, oder? Sind so 4 Möbelgleiter drin und die im richtigen Abstand. Und dann greifen die eben hier in den Rand von diesem Deckelprofil. Und dann rutscht da nichts mehr. So, und das ist dein Tisch. Dann drunter ist das Besteck. Ja, also hier ist leer. Aber da tatsächlich eine Schublade mit Besteck, eine mit Handtüchern, Gewürzen, Müllbeuteln und so Zeug. Ist gerade eben nicht gefüllt. Genug Platz. Und dann kommt eben Geschirr, Kochgeschirr. Und also, was man hier nicht reinkriegt als vierköpfige Familie, ist zu viel im Urlaub. Man muss ja auch immer mal sagen, wir sind beim Campen. Man muss sagen, deine Frau, war die schon immer Camperin? Ja. Ja. Das heißt, man muss auch ein bisschen dafür geboren sein draußen. Was heißt der Komfort? Du lebst ja direkt in der Natur. Für die Kinder ist das ein Traum, oder? Ja, das sind die alten Campingplatzvorteile. Morgens, bei schönem Wetter, morgens geht der Anhänger auf und die sind weg und man muss sich ab und zu mal zum Essen rufen. Ja, das ist ein Vorteil. Ja, aber gut, ich habe jetzt auch vorher hier die Fenster aufgemacht. Ja. Wenn in einer milden Sommernacht weht da sanfter Wind durch diese offenen Fenster, das ist großartig. Okay. Wir schlafen hier drin besser als daheim. So, ich zeig mal, wie dick die Matratze ist. Die geht ja da noch runter. Das Ganze ist hier aus dem Multiplex. Material? Genau, die Möbel sind 18 mm Multiplex, jetzt in dem Fall hier HPL beschichtet. Na klar, du musst nicht auf Gewicht achten, das ist das Schöne. Ja, erstmal nicht, genau, wenn man es nicht übertreibt. So, dann hast du hier vorne, das ist die Küche, so die Küchenplatte, kann man das sagen? Entweder das, ja gut, wir haben natürlich auch weiterhin hier die Modulküche mit der Arbeitsplatte. Es ist vor allem natürlich auch die Sitzbank, wenn man nachher den Tisch drinnen hat, aber als Arbeitsplatte, klar. Ach, das ist eine Sitzbank, jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, du machst ja hier zu, kannst jetzt hier schließen und dann kannst du den Tisch einfach hier, das ist ja der Ständer, den kannst du innen jetzt arretieren. Das war ja das, wo du sagtest, man braucht nur einen Tisch. Zufälligerweise passt er genau da rein. Ja, Zufall. So, und jetzt kannst du hier schließen. Mach mal bitte zu. Die Modulküche ein Stück vorziehen. Kleines bisschen. So. Und jetzt können wir uns beide reinsetzen. Komm, ich mach das mal. Jetzt haben wir hier drinnen Platz. Und da können jetzt insgesamt. Und es wackelt nicht. Das ist interessant. Gut, das sind 4 Schiebeschlitzen und das sind Nutzanhänger. Ja, genau. So, hallo Friedrich. Hallo Sven. Genau. Das ist also auf jeder Seite 2. Vielleicht mag noch einer auf der Kühlbox sitzen. Dann ist jetzt vorne wirklich auf mal dieser Sitzkiste. Also zu 6 geht, zu 4 ist total entspannt. Was ich toll finde, ist, du kannst das Setup auch so machen, dass wenn du mal kurz halten musst, du kennst das ja, du bist nach Südfrankreich, du musst mal eine kurze Pause machen auf dem Campingplatz nachts. Das Ganze geht auch in 10 Minuten. Also wenn die Kinder müde sind und wollen jetzt mal, oder? Das Dachzelt ist ja schnell offen, das Schlafzelt ist schnell offen. Wenn dann der ganze Rest egal ist, geht das mal ruckzuck. Ja, es geht ja nur, dass die einfach nur mal schlafen. Genau. Dann hast du ja später, hast du vielleicht auch eine Batterie drin, dass du hier ein bisschen Licht hast, oder? Genau, habe ich ja vorher gesagt, dieser Akkukoffer, da ist der Platz hier unten. Hier haben wir auch ein bisschen Strom, das ist eine normale Steckerleiste geklebt, da ist unten ein Spannungswandler, 230 Wechsel auf 12 gleich, 3 12 Volt Steckdosen, aber alles an der Bank, dass es auch weiterhin Ladung bleibt. Eine Frage, hier oben sind so Stangen drin, was haben die für eine Funktion? Da hängen eben jetzt hier die Kleiderbügel dran zum Jacken hinhängen, da trocknen über Nacht die Handtücher, die Waschbeutel dran. Ja, und da kommen wir wahrscheinlich noch dazu zum Thema, was machen wir, wenn es kalt wird. Wir haben einen kleinen Heizlüfter dabei. Okay. Und
Ja, gut, das war gerade so dieser Ostseefall, leichter Dauerregen. Und aber hier drin die Handtücher über Nacht mit dem Heizlüfter, sind die morgens trocken. Ja, ziemlich genial. Ist natürlich Autarkie, wenn du mal ganz alleine stehst. Jetzt bist du ja hier. Stell dir mal vor, du würdest jetzt nicht hier die Saarland-Fernsehen-Werbung sehen von uns, sondern hier wäre jetzt der Gardasee. Du würdest rausschauen. Hast ein großes Seitenfenster, ein Salzfenster drin. Ja, mit der Dunklung und mit dem Fliegengitter. Genial. Ja, sag mal, es gibt ja viele Konzepte, ja, aber so ein Konzept wie deins, das gab es noch nicht. Nee, sonst hätte ich es auch vor 4 Jahren oder vor 5 Jahren einfach kaufen können. Aber es hat mir keine Ruhe gelassen. Und so, Fliegengitter hast du drin, sag mal bitte. Weil das ist ganz wichtig. Es gibt so ganz fiese kleine Mücken. Genau. Und da gibt es auch das Grobe und das Feine. Ja. Gitter, und das ist das Feine. Das ist das Feine. Sprich das Schwedengitter. Genau. Ich habe nämlich gehört, dass im Norden sind die ganz besonders fies. So geht die mehr, ja. So geht die mehr. So, das heißt, hier können zwei Leute. Zeig noch mal gerade mal die Dicke der Matratze, bitte. Dass wir die mal ein bisschen hochheben. Boah, ist das dick. So. Und wenn ich die gerade schon mal hochhebe. Ja. Weil das ist jetzt. Wenn wir hier eine Weile sitzen. Der ist gerade fertig geworden, oder, Friedrich? Der Camper? Ja, kurz vor Weihnachten. Ja, für die CMT eben, die im Januar gewesen wäre. Die war ja nicht. Ja. Ist für dich ja schade, die Messen, die ausfallen. Das ist immer, weil so ein Video, was wir machen, ist ja nicht schlecht. Aber so live anfassen ist noch was anderes, oder? Ja, das ist das eine. Und das andere ist, was man einfach von den Besuchern so hört. Ja. Das hört man eben hier im Video nicht, dass wir... Kommentare ersetzen das eine oder andere, aber niemals das, was man auf einer Messe so an Eindrücken sammelt. So, das ist was hier? Das ist die Milch? So. Oder? Ja, es ist Waschbecken. Das ist Waschbecken. Genau. Also Waschbecken haben wir hier letztlich eine Kanne mit 15 Liter Edelstahl. 15 Liter Edelstahl, genau, Wasser. Okay. Kanister, unten drunter der Brauchwasserkanister. So fürs schnelle Händewaschen zwischendurch. Ja, toll. Ich mache dir mal die Klappe wieder auf. Ja, mach mal auf. Hier vorne ist übrigens ein Licht drin. Das wollte ich mal zeigen. Das ist eine eigene Beleuchtung, damit du komplett autark bist. So, öffne mal die Klappe. Hallo Friedrich. Beleuchtung, die gehört zum Nutzanhänger tatsächlich. Nein! Leuchte, LED mit einem Bewegungsmelder dran. Was wir aber noch zusätzlich haben, ist die Option, wir verkleben hier oben hinter den Profilen LED-Bänder, ja. Also auf beiden Seiten, 2,20 Meter lang, indirekte Beleuchtung. Okay. Genau. So, jetzt kommt es noch viel besser. Ich gehe mal kurz hier raus, denn das Schöne ist ja, wir sind ja hier draußen, jetzt kann ich einfach mal meine Beine drehen. Ich bin angekommen am Gardasee, das Ganze sehr, sehr stabil. Ihr habt gemerkt, es hat meine fast 90 Kilo ausgehalten. Hier oben ist das Dachzelt, das gucken wir uns gleich mal an. Oder ich darf mal kurz reinhalten, Friedrich? Ja, bitte. Da sind noch so Gummis gespannt. Ja. Aber das ist 1,30 Meter auf 2,20 Meter da oben. Ja, toll. So, die Leiter, die ist auch sehr, sehr breit. Gut, die Kinder, klar, die wollen da oben sein. Ja, klar. So, hier noch, wer gemütlich sitzen will und sich anlehnen. Gibt es echt diese Strandstühle im Zubehör? Kann man hier entweder quer oder auch längs sitzen mit Füße hoch. Nein, wenn du dich mal gerade reinsetzt, mach mal. Das ist schon bequem, oder? Absolut. Ich komme mal hier von der Seite, dass wir das mal sehen. Da ist es, der Friedrich, der jetzt da ist. Ja, ich kann das so richtig nachempfinden. Als du jetzt den ersten gebaut hattest, das sind ja wahrscheinlich solche Entwicklungen, die Opportunitätskosten kosten. Das heißt, am Anfang hast du wahrscheinlich, der war noch nicht so wie der jetzt, oder? Oder war der ähnlich? Der war erstaunlich gut. Ja, also der Anhänger war tipptopp. Die Zelte waren auch sehr gut. Haben dann nach der ersten Saison haben wir neue gemacht. Aber der fährt nach wie vor. Der ist in Kundenhand, der auch der erste. Ja, das ist das Gute, wenn man mit erfahrenen Partnern loslegt, dass es am Anfang gleich sitzt. Achso, die warnen dich denn, das geht nicht. Oder so. Ja gut, hätten die schon sagen können, dann hätten wir es gelassen. Aber die haben gesagt, es geht und dann haben wir es gemacht. Und wie gesagt, der erste war auch schon gut. Jetzt gerade, wenn wir vorher diese Mechaniken angucken von den Stützen am Schlafzelt. Ja. Die waren vor 3 Jahren gut, aber die sind jetzt schon nochmal deutlich besser. Da haben wir zum Beispiel ein bisschen was gemacht. Ich schaue mir die mal kurz an. Die hier meinst du, gell? Genau. Die da in diesen Profilen drin waren. Also diese Teile da, die haben wir auch jetzt extra entwickelt.
So, liebe Zuschauer, es weht jetzt schon hier ein bisschen. Das Ganze macht aber einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Ich könnte es jetzt noch mit Haken im Boden noch mal sichern, oder? Wenn, oder du sagst, es ist nicht unbedingt nötig. Ja, also dieses Schlafzelt an sich, ja, das hält so. Wir haben hier eine Öse dran, wo man vielleicht mal was spannen könnte. Aber wir waren jetzt wirklich die letzten Jahre viel unterwegs und wir haben das hier nicht einmal gespannt. Okay. Also das Zelt hält. Das ist auch ein Edelstahlgestänge darunter. Es wiegt ja fast eine Tonne, muss man sagen, oder? Das heißt, es fällt nicht einfach um, oder? Nee. Und ja, wie gesagt, wir haben es im Wetter erprobt und unsere Kunden zum Teil auch. So, Overzone, das ist oben drauf. Okay, habe ich verstanden. Es ist riesig, wenn du überlegst, wie klein es vorher war. Und es ist gar nicht so wie die Konzepte aus Holland, die du hast. Die auch so Faltanhänger, die gibt es dort ja auch. Aber das ist was ganz anderes. Das kann man nicht vergleichen. Da gibt es keinen Innenraum, wo du was transportieren kannst. Genau, dieser Transportraum fällt weg. Und was natürlich bei uns dieser Anhänger mit seinem Rahmen einfach macht, der nimmt uns unheimlich viel an Gestänge ab. Ja. Das heißt, wir haben an Gestänge sehr wenig dabei. Ich habe bis jetzt, glaube ich, auch noch keine Stange wirklich in die Hand genommen. So, das ist ganz neu. Unterschied. Das genau, Zelt? Das gehört zum Vorzelt, zum Overzone. Da gibt es eben noch so eine Kabine dazu. Ach so, das kannst du noch erweitern. Machen wir mal. So, wenn man draußen duschen möchte zum Beispiel. Ja, oder hier kann man nachher aufs Klo reinstellen zum Beispiel. Dass man nicht drinnen aufs Klo gehen muss. Oder bei Regen steht hier auch die Modulküche zum Beispiel drin. Ich glaube, dass deine Kids lieben dich, oder? Meistens. Es sei denn, sie müssen ins Bett und dürfen kein Fortnite mehr spielen. So, C, das ist hier ABC. Ja. Ist das easy? Ja, man muss sich angucken, wie diese... Ah, jetzt habe ich es falsch rum gemacht, guck. CD. Ja. C an C oder so? C. Ist das die Seite? Naja, okay, machen wir die Seite ran. Du hast mir eben gesagt, du hast es einmal aufgebaut bisher. Genau. Und einmal richtig. Einmal richtig. Aber ihr seid meistens so eine Woche da dann am Gardasee? Oder wenn ihr wegfahrt vom Platz? Gardasee eine Woche. Ja. Thomas sind wir meistens zweieinhalb Wochen unterwegs, dann meistens mit zwei oder drei Stationen. Wir haben es einfach gemerkt, dass zwei Stationen reichen. Ja. Sonst wird es gerade mit Kindern, werden viele die Erfahrung gemacht haben, wenn die sich mal so ein bisschen verwurzelt Freunde. Haben. Ja. Wenn die sich so ein bisschen verwurzelt haben am Platz, dann schadet man sich selber, wenn man weiterfährt. Das stimmt. Das heißt, die kommen dann, das hat mein Sohn dann immer gesagt, ich habe gar keine Freunde. So, ganz schlimm ist, wenn die fahren vor den Kindern und die haben sich wirklich gut angefreundet, das kennst du. Genau, deswegen ist es auch gut, wenn man Campingfamilien mal wieder trifft und dann vorher abstimmt, dass man gemeinsam wieder fährt. Sag mal, gibt es da gute Tricks, wenn du sagst, man fährt in Campingurlaub, sollte man die Frau ab und zu mal einladen zum Essen oder wird bei euch immer stets selber gekocht? Also wir laden uns gegenseitig abwechselnd ein. Sollten wir auf jeden Fall machen. Du und deine Frau? Ja, also ich meine, wir sind ja auch nicht nur am Campingplatz, sondern wir machen einen Ausflug. Und von der Wanderung kommt man halt heim und will bloß duschen und essen und nicht mehr kochen. Also was ich toll finde, du kommst wirklich aus der Praxis. Also du bist ja jetzt kein großer Campingkonzern, der das hier jetzt entwickelt hat, sondern deine Kinder, wenn du mir kurz den Vornamen verrätst, deiner Kinder? Till und Frido heißen die. Till und Frido. Ja. Hallo Till und Frido, ihr habt einen tollen Papa. So einen hatte ich nicht, der mir einen eigenen Camper entwickelt, damit das Urlaub machen schöner ist. Jetzt bist du noch nicht in der Massenfertigung. Was ist denn dein Ziel? Jetzt sind wir 2022, Februar. Möchtest du 2024 an die Börse? Nee. Nee, also gerade eben, 2024 möchte ich. Also bisher habe ich einen sehr persönlichen Draht zu meinen Kunden und das will ich auch nicht so schnell aufgeben. Wenn wir mal. Also wenn wir jetzt im Nachgang zu dem Video ein paar verkaufen, eben das, was wir jetzt auch in den Messen nicht stattgefunden haben, das fände ich schon mal super. Was ich noch sagen wollte zu dem eben aus der Praxis. Ja, ich habe den tatsächlich eben dafür entwickelt und auch schon die Anhänger davor, die man auch schon im einen oder anderen Video sehen kann, zum selber benutzen. Ich sage immer, ich bin auch erster Kunde, also ich kaufe den Anhänger von meinem Anhängerpartner, ich kaufe die Zelte von meinem Zeltpartner, auch die anderen Sachen eben so, wie ich die für mich haben will. Und
ja, das ist auch das, was ich so von meinen Kunden dann wieder höre oder auch auf den Messen schon oft gehört habe, dass man das merkt, dass jemand das selber benutzt. Ich glaube, es ist ganz wichtig und auch gut, dass man hier in dem Video mal sieht, was man auf den Messen wahrscheinlich schlecht zeigen kann, ist, wie das Ganze zusammengeklappt klein ist. Und das ist natürlich der Vorteil vom Video, dass man sieht, wenn ich unterwegs bin, es ist gar nicht zu sehen, dass ich ein Camper bin. Ich muss den ja nicht folieren lassen. Er sieht natürlich viel schöner aus, foliert. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, ich will da ganz unauffällig, ich muss auch kein Seitenfenster drin haben, kein Campingfenster, wenn ich will, oder? Ja, klar. Also in der Standardausführung ist hier erstmal die Wand sowieso blank und fest. Ja. Und dann macht jemand eine Klappe rein, der eine will. Macht jemand dieses Möbelmodul dahinter, diese Küchensitzkommode, wenn er will. Macht sich ein Fenster rein, wenn er will. Da sind wir völlig frei. Also du sagst, es geht so zwischen 11 und 12 los. Da ist jetzt was dabei? Das Bett ist dabei schon? Das ist letztlich der Koffer in der Größe, Anhänger in dieser Koffergröße, als 750 Kilo Anhänger mit einem Schlafzelt. Einem Schlafzelt. Genau. So. Und dann, klar, kann man ein zweites Schlafzelt dazu machen, was wir jetzt hier auch zum ersten Mal anders gemacht haben, aber ansonsten hatten wir hier immer hinten eine klassische Heckklappe, das heißt unten den Standardleuchtenträger und dann hier eine Heckklappe, die dann so wegsteht und hier drüber ein Heckzelt gehängt. So, und jetzt geht die seitlich auf. Das war wahrscheinlich aus der Erfahrung, oder? Dass du gesagt hast, das hier ist etwas praktischer. Nö, das Heckzelt ist super, solange man oben kein Dachzelt haben will. Ah, okay. Genau, weil sonst kollidiert hier dieser Abstieg mit dieser Heckklappe, ist dann schlecht. Und, so aus der Praxis. Ich gehe mal hoch, wenn ich darf. Ja, okay. Dann, ich habe zwar eben mal kurz reingefilmt, aber es ist so heimelig hier drin. Und das Ganze hat jetzt auch so Spanngurte an der Seite drin. Ich nehme an, das ist, damit es dann später wieder zusammenfaltet, oder? Genau, das ist, damit es sauber zusammenfaltet. Das sind nur ein paar Karabiner, die hängt man aus. Links und rechts sind kleine Fenster, es ist sehr dunkel. Es ist blickdicht, ist ja echt hell draußen, drin ist stockdunkel. Ja, ist total dunkel, genau. Und die Frontwand, die kann man ein bisschen ausstellen, wie so ein kleines Sonnensegel. Da hat man da einen schönen Ausblick aus 2,40 Meter Höhe. Ich zeig mal gerade hier vorne, also klar, das Zelt hast du jetzt nicht selber gebaut, aber das hat eine ordentliche Matratze mit drin. Das heißt, die Kinder, die sind ja jetzt nicht so schwer, man schläft da schon ordentlich drin, oder? Ja, genau. Ja, da bin ich auch wieder erster Kunde. Das ist so, wie ich es haben will. Sehr schön. So, komm, ich komm mal runter. Das, sag mal so, die Leiter, da brauche ich keine Angst zu haben, oder? Die ist auch belastbar. Genau. Also, und das Dach ist belastbar mit 250 Kilo statisch. Beim Zelt ist die Zulassung bei 180 Kilo, also zwei erwachsene Leute. Passt alles. Passt alles. Hält das Zelt, hält der Koffer, halten die Stützen. So, wir sind in Saarbrücken und du bist einen weiten Weg hergekommen. Wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr einen riesen Showroom oder wie läuft das bei euch? Wir haben eine kleine Scheune und da ist so unser Lager drin und da stehen jetzt zwei Anhänger. Bisher hatte ich einen, seit diesem Jahr habe ich zwei. Wer uns besuchen will, der sollte sich vorher bei mir melden, entweder per Mail oder per Telefon. Und dann machen wir einen Termin aus und treffen wir uns da. Das ist gut. Du hast eine Scheune, du bist Bauingenieur, also dass ich das nochmal zusammenfasse, hast zwei Kinder, korrekt, gehst gerne campen, fährst einen Mini, das ist auch wirklich deiner? Ja. Cool. Unserer. Eurer, das ist so. Bist Familienmensch. Was darf der ziehen, der Countryman? 1800. 1800. Also das sieht so harmlos aus, aber technisch ist das ein BMW 520D. Der kann richtig arbeiten. Ja, was dann auch immer noch so eine Frage ist, mit dem Benzinverbrauch oder Dieselverbrauch in dem Fall, kommt so ein bisschen drauf an, wie immer. Sag mal, normal zwischen 9 und 10 Liter brauche ich hier in dem Gespann. Wahnsinn, so wenig. Das heißt normalerweise, ich fahre ja immer, ich hatte mal einen Pferdeanhänger, da habe ich 13, 14 Liter gebraucht. Ist das ein Diesel jetzt? Das ist ein Diesel, ja. Genau, ja. Also so, ja, so üblicherweise, wie gesagt, zwischen 9 und 10. Das Dachzelt kostet vielleicht noch mal einen halben oder dreiviertel Liter, da habe ich noch ein bisschen wenig Erfahrung. Ja. Sehr schön. Friedrich, wenn du mir deinen Namen nochmal verrätst in Gänze. Friedrich Meier. Friedrich Meier mit AY Meier? Meier mit AIE. Mit AIE. Ja. Prima. Gibt es ja in Bayern, glaube ich, alle Ausführungen der Welt, oder? Meier? Ja, vor allem in Baden-Württemberg. Da komme ich auch her, aber in Bayern auch. Ja. Und da gibt es dann in Baden-Württemberg haben die noch eigentlich fast alle ein E. Das hört in Bayern dann auf. Haben sie auch oft keins. Du bist aber jetzt aus München gekommen, oder? Genau, ja, Neufahren. Neufahren. Ja, Speckgürtel. So, Lieferzeit, wenn ich so einen haben möchte. Im Moment ist ja alles schwer zu kriegen. Hast du jetzt 15 davon vorrätig oder wie läuft das? Ist das Kundenwunsch? Das geht auf Kundenwunsch. Lieferzeit hält sich noch in Grenzen. Zurzeit ungefähr 4,5 bis 5 Monate.
Heißt, wer jetzt schnell ist, jetzt ist jetzt Februar, zumindest für die süddeutschen Sommerferien kriegt man es noch hin, für die norddeutschen müssen wir ein bisschen gucken. Ja. Aber für schnell Entschlossene wird es diesen Sommer noch reichen. So, wenn ich den bestelle, ist da irgendwas zu leisten, anzuzahlen? Wie läuft das? Genau, es ist normalerweise 20-30% Anzahlung. Dann 4 Wochen vor Übergabe, dann die nächste Rate ist meistens 50% und der Rest dann vor Übergabe. Darf ich zwischendurch mal kommen zu dem Punkt, wo er gebaut wird, oder ist das verboten? Das ist alles so in Bayerisch, so zwischen Augsburg und München mehr oder weniger, zwischen Augsburg und Ingolstadt und München, da in dem Dreieck. Also der Anhängerpartner, der ist in Holzheim. Das ist ein Stück nördlich von Augsburg. Zelte kommen aus Eichach, das ist auch da in der Ecke. Jetzt ich sitze ein bisschen nördlich von München. Okay, das heißt, du hast überall Profis, du machst da nichts groß selber, sondern du gehst hin, du bist der Dirigent, du koordinierst das ein bisschen? Genau, was ich noch mache, ich baue diese Möbel zusammen und wir führen diese verschiedenen Komponenten also zusammen. Wir machen mittlerweile die Zelte selber an die Anhänger dran. Aber ansonsten kaufe ich die Komponenten so zu, ja. Und so. Eben alle da im bayerischen Raum hat den Vorteil, wir verstehen uns gut sprachlich und wir sind zur gleichen Zeit wach. Das macht die Abstimmung vergleichsweise einfach und auch Spaß. Ich muss ja auch Spaß machen. Stimmt. So, haben wir ein tolles Video gemacht. 46 Minuten. Ich denke, das ist aber auch ganz hilfreich, dass wir alles möglichst genau zeigen. Was wäre denn jetzt machbar? Wäre jetzt von der Länge her, es würde länger gehen? Genau, es geht länger, einen halben Meter länger. Das ist dann gerade auch dann interessant, wenn man jetzt zum Beispiel 2 Schlafzelte hat, weil dann man dann diesen Platz hier fürs Waschbecken nimmer hat. Ja. Und dann haben wir eben dahinter noch Platz für ein Waschbecken und um das Klo zu stellen. Ach so, 2 Schlafzelte heißt eins links, eins rechts? Genau. Ja, okay. Ja, und dann, das heißt, das, was ich links habe, denke ich mir einfach jetzt rechts, oder? Genau, und dann eben hier hinten ein Heckzelt über dieser gedachten Heckklappe. Mit dem anderen Anhänger können wir auch noch ein Video machen. Mhm. Gern. Mach mal. Der hat eben dann 2 Schlafzelte und das Heckzelt. So, normalerweise wärst du... Dann kann man eben auch breiter machen und auch höher. Also wenn jetzt jemand sagt, er will Stehhöhe, einfach weil er gern stehen will oder weil er ein schweres Motorrad reinschieben will. Das geht ja auch. Wir können auch Stehhöhe, wir können auch wieder von der Stehhöhe, wer will, wieder 12 cm abschneiden. Da sind wir sehr frei. Wir können letztlich alle Koffergrößen, die uns in Fahrzeugtechnik hat, auch verwenden. In aller Regel ist es diese Länge oder einen halben Meter länger oder diese Breite oder 15 cm breiter. Sehr schön. Und wie gesagt, geht los bei 12, meistens liegt man um die 20. Nach oben hin gibt es keine Grenzen. Wenn jemand sagt, er möchte gerne Beamer haben und Netflix, schaust du, ob das geht. Aber die Leute sind ja zum Campen da, oder? So sehe ich es auch. Ja, klar, also jetzt so ein schicker Boden da innen drin. Kostet ein paar Euro, ist ohne Funktion, sieht aber einfach extrem schön aus. So eine Folierung ist ohne Funktion, sieht einfach extrem schön aus. Da kann man sich so ein bisschen ausspinnen, auch diese Offroad-Bereifung. Das ist natürlich passiv getrieben, ob der welche braucht oder ist das gut? Es hilft schon, oder? Diese Reifen? Naja, also da, wo Optik. Ich war, bei mir ist es jetzt Optik. Also wenn jetzt jemand durch einen Matsch fährt und er ist ja gebremst in dem Fall, dann macht es schon einen Unterschied, aber ich fahre nicht durch einen Matsch, auch wenn es jetzt hier so aussieht. Sehr schön. Ja, heute, 9. Februar, Farfaller Camper. Deine Seite, deine Webseite, sag mal. Farfalla-camper.eu. Gibt ein paar Filme, aber auch auf Instagram gibt es ein paar Fotos. Ich freue mich über Besuche dort und auch an der Scheune sehr gern. Ja, und leider natürlich dem Ganzen jetzt zum Opfer gefallen, die Messen. Dort hättet ihr sehen können, auf der Free in München, auf der CMT. Jetzt ist die Frage, bist du jetzt in Düsseldorf wahrscheinlich oder nicht? In Düsseldorf bin ich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Das ist für uns eine blöde Jahreszeit. Da ist in Bayern sind einfach Ferien. Also, da musst du weg mit den Kids, oder? Ja, und dann haben die da auch noch Geburtstag. Nee, in Düsseldorf bin ich nicht. Ich bin ein bisschen, gerade diese süddeutschen Messen habe ich vor 2 Jahren besucht und hätte es auch dieses Jahr gern wieder gemacht. Ja, also. Das wieder nächstes Jahr. Ich gucke mal im Herbst, ob das eine oder andere sich ausgeht. Ja. Vielleicht Freiburg. Also rennt ihm die Bude ein, er hat sich wirklich viele Gedanken gemacht und ihr müsst immer sehen, in so einem Projekt stecken wirklich hunderte von Arbeitsstunden, wenn nicht tausende drin und die ganze Erweiterung und wenn jetzt schon so viele draußen sind, außerdem gibt es ja auch Leute, die handwerklich nicht so begabt sind, ich zum Beispiel, ja. Ja, vielen, vielen Dank Friedrich, den weiten Weg, es geht jetzt zurück. Genau, jetzt gucken wir mal, 5,5 Stunden bin ich heute Abend wieder daheim. Ja, mit dem kleinen Anhänger, ich danke dir herzlich. Ebenso, danke. Tschüss. Ja.